Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir euch ja ein bisschen über die wilden Frauen berichtet. Und in dieser Folge wollen wir uns heute nun ein bisschen mit deren Kräuter- und Heilwissen beschäftigen. Neben solch sagenhaften Gestalten des Volksglaubens wie den Moos-, Busch- oder Waldweiblein, die vor allem für ihre segensreichen Gaben bekannt waren, werden wir euch zu ein paar Orten mitnehmen, wo einst wilde Frauen gehaust haben, denen man ein großes Wissen über Kräuter- und Pflanzenheilkunde nachsagte. Damit gelangen wir zum Bild der weisen Frau, einer weiteren archetypischen Figur, der über Jahrhunderte hin eine sehr bedeutsame Rolle beim Heilen, der Geburtshilfe sowie etlichen weiteren nützlichen Dingen zukam, welche das Leben der einfachen Leute bestimmte. So lange, bis diese Frauen ins Visier des sich in Europa ausbreitenden Hexenwahns gerieten und die Kirche und die aufkommende Schulmedizin ihre Befugnisse nach und nach immer weiter einschränkten, um sie schließlich ganz zu kontrollieren. Euch erwartet eine kleine Reise hinter die Schleier des Vergessens und der Vergangenheit. Wir wünschen gute Unterhaltung. Plätze, von denen man sagt, dass sich an ihnen einst wilde Leute oder auch wilde Frauen aufgehalten haben, gibt es einige in Deutschland. Und so haben wir uns mal auf den Weg gemacht, um ein paar davon für euch aufzuspüren. Manche dieser Orte tragen in ihren Namen noch Bezeichnungen der alten Götter. Oder wurden von der bereits christianisierten Bevölkerung mit entsprechenden Teufelsnamen belegt. Orte, die von unseren Vorfahren verehrt wurden und teilweise als Opferstätten Verwendung fanden. Wobei nicht zwangsweise auf jeder alten Opferstätte einst Blut floss, so wie von Kirchendienern später gerne verbreitet wurde. Ist heute doch bekannt, dass manche Schauergeschichte nur erdichtet wurde, um den vormaligen Glauben weiter in Verruf zu bringen. Andere Plätze weisen noch auf alte Versammlungs- und Thingstätten unter freiem Himmel hin, die erst nach und nach ihre ursprüngliche Bedeutung verloren. Viele davon wurden zerstört und mit Kapellen überbaut. Andere wucherten zu und wurden vergessen. Und wieder andere wurden, als Zeugen einstmals heidnischen Treibens, fortan als wilde Plätze bezeichnet. Manche der alten Gebräuche überdauerten die Jahrhunderte und künden noch von sogenannten Gebärsteinen oder Gebärhöhlen. Orte, die von Frauen oder Paaren mit einem Kinderwunsch aufgesucht wurden, da man sich an ihnen den fruchtbaren Segen der Göttin, Donars oder andere Naturgeister zu versichern hoffte. Als die Kirche derartige Handlungen verbot und strafrechtlich verfolgen ließ, blieb jenen, die dieser Entwicklung nichts abgewinnen konnten und an ihren vertrauten Bräuchen festhielten, oft nur der Rückzug in die noch unberührte Natur. Das gleiche galt für Verurteilte, die sich ihrer Strafe entzogen und nun als Geächtete und Vogelfreie keine Rechte mehr besaßen. Schwer zugängliche Wälder und Orte schützten sie vor den Blicken und Zugriffen jener, die sie ausgrenzten, ablehnten, verfolgten oder ihnen gar nach dem Leben trachteten. Unter die Bezeichnung wilde Leute oder Wildfrauen fiel man also, sobald man sich außerhalb der gesellschaftlichen Normen bewegte und nicht mehr am Leben der Gemeinschaft teilnahm, in deren Augen man meist als primitiv und verwildert galt. Auf jeden Fall war es ein hartes, arbeitsames und entbehrungsreiches Leben, so dass diese Menschen nur selten ein höheres Alter erreichten. Und es waren Orte, die sich mancher von ihnen zeitweise noch mit wilden Tieren teilen musste.
Als Zeugen dieser einstmaligen Rückzugsorte gelten vor allem die sogenannten Wilde-Leute-Steine, Wildfrauenhäuschen oder Wildweibchensteine, bei denen es sich zumeist um größere Felsenansammlungen handelt, die kleine Schutzhüllen boten oder geeignet waren, um zwischen ihnen einfache Unterstände zu errichten. Einige dieser außergewöhnlichen Felsformationen wurden als Sitze oder Hinterlassenschaften vorzeitiger Riesen angesehen. Geschichten wurden erzählt und weiter ausgeschmückt, welche die Fantasien und Furcht der Landbevölkerung anheizten und so ihren Weg in die Volkssagen fanden und schließlich zu Legenden wurden. Etwa das Wildfrauengestühl auf dem Hohen Berg im Königswald bei Dauernheim, an dem eine alte Kultstätte der Göttin Hulda bzw. Frau Holle vermutet wird. Laut einer späteren Sage sollen sich hier vor langer Zeit eine dreiköpfige Familie aufgehalten haben, die sich aus Armut in Felle kleidete. Ihnen werden die Vertiefungen auf dem langen Stein zugeschrieben, auf dem man drei rundliche Sitze sowie im unteren Bereich Eindrücke der Fersen sehen kann. Also eine Art Moossofa für die einstige Wildfamilie. Auch ein steinerner Tisch soll dabei gestanden haben, den man aber irgendwann nach Bingenheim schaffte, um ihn dort unter der alten Gerichtslinde zu platzieren, wie er heute noch auf einem Ortsschild abgebildet ist. Einer Theorie nach soll dort nämlich früher eine mehr als tausendjährige alte Thingstätte verortet gewesen sein, an der jahrhundertelang Recht gesprochen wurde. Weitere wilde Plätze finden sich vor allem im hessischen Odenwald, jenem großen Waldgebiet, bei dem manche ganz gerne noch vom Odinswald sprechen. Andere leiten den Namen von der Ode, Mehrzahl Oden, ab, was den Odenwald recht trefflich zum Wald der Sagen macht. Hier das wilde Frauenhäuschen im Modautal bei Lützelbach. Es wird erzählt, dass dort zwei wilde Menschen, ein Mann und eine Frau, gewohnt haben. Mit ihrem Wissen über Heilpflanzen sollen die beiden viele kranke Leute kuriert haben. Dennoch wurde der Mann eines Tages gefangen und abgeführt. Dabei soll ihm seine Frau nachgerufen haben: Sag alles, nur nicht, wozu die wilden Salben gut sind. Womit die Heilpflanze Salbei gemeint war, mit der sich Menschen im 17. Jahrhundert angeblich sogar vor der Pest schützten, indem sie ihren ganzen Körper mit in Essig eingelegten Salbeiblättern einrieben. Weiter geht es zum Wildweibchenstein bei Langenaubach. Dieser liegt etwa 750 Meter südwestlich der Burgruine Rodenstein, die hier um 1240 als Trutzburg einst errichtet wurde. Beim Wildweibchenstein handelt es sich um eine im Wald gelegene Felsformation aus Granitblöcken. Der Sage nach wohnten an diesem Ort einst zwei wilde Frauen.
Beide sollen sich sehr gut mit dem Gebrauch von Kräutern ausgekannt haben, die sie sammelten, trockneten und entsprechend zubereiteten. Berichten nach sollen die beiden Frauen von Zeit zu Zeit ihren Wald verlassen haben, um von den Bauern in Laudenau Brot zu erbitten. Im Gegenzug versorgten sie jene mit allerlei Heilkräutern oder halfen bei üblichen Feldarbeiten. Wegen ihrer unmittelbaren Nähe zu den Naturkräften wurden ihnen auch magische Fähigkeiten nachgesagt. Durch genaues Beobachten und Studieren der Natur, was nachvollziehbarer klingt, als dass sie Kontakt mit Pflanzendevas hatten, die ihnen die Geheimnisse ihres Wirkens auf einer intuitiven Ebene mitteilten, stellten sie Salben, Tinkturen und Pülverchen her, mit denen sie nässende Wunden, Ausschläge und viele weitere Gebrechen der Dorfbewohner behandelten. Auf den Steinen ihrer kleinen Felseninsel sitzend, sollen sie zuweilen dabei beobachtet worden sein, wie sie sich gegenseitig ihr Haar kämmten und dabei schöne Lieder sangen. Offenbar hegten beide eine große Vorliebe für Musik und Stille, während sie den Lärm und Trubel von Menschen scheuten. Einmal sollen sie einer unachtsamen Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt und geschlagen hatte, sogar deren Kinder weggenommen und zu ihrer Höhle hin entführt haben. Erst als die verzweifelte Mutter Besserung gelobte, gaben sie ihr die Kinder wieder zurück. Einer von ihnen soll einst ein Jägersmann nachgestellt und mit ihr einen Sohn gezeugt haben. Nichts ahnend, dass er inzwischen Vater geworden war, kehrte er erst nach Jahren wieder an diesen Ort zurück, um dort auf seinen Sohn und dessen Mutter zu treffen. Seine Liebe entbrannte aufs Neue und soll er die beiden zu sich genommen haben. Als die Menschen später in ihrer Region begannen, Gruben und Steinbrüche anzulegen, soll dies so viel Unruhe in ihr Gebiet gebracht haben, dass sich auch die andere immer tiefer in den Felsen zurückzog und schließlich ganz verschwand. Eine weitere Sage macht die beiden Wildfrauen zu Opfern des nächtlichen Jägers, der ihnen während der Herbststürme auf seiner wilden Jagd immer heftig zusetzte, bis sie von diesem Treiben durch einen gütigen Kirchenmann erlöst wurden. Die Gemeinde Reichelsheim hat den beiden Wildfrauen jedenfalls ein kleines Denkmal gesetzt, in dem sie seit 1996 alljährlich den sogenannten Wildweibchenpreis verleiht. Einen Literaturpreis für Kinder- und Jugendliteratur, der im Rahmen der Odenwälder Märchen- und Sagentage Persönlichkeiten würdigt, die sich in besonderer Weise mit dem Thema Märchen und Sagen beschäftigt haben. Zu den Preisträgern zählten schon so bekannte Autoren wie Ottfried Preußler, Cornelia Funke oder Siegfried Früh. Von den wilden Weibern im Odenwald jetzt noch ein wenig von jenen Damen, die im Volksglauben unter dem Namen Weise Frauen von sich reden machten.
Wohlgemerkt weise Frauen, nicht zu verwechseln mit der weißen Frau, die als Gespenst in den Schlössern europäischer Adelsfamilien gespuckt haben soll. Nein, es geht um jene heilkundigen Frauen, die ihr Dasein und Wirken in vielfältiger Weise in den Dienst an ihren Mitmenschen stellten und damit die Naturheilkunde und Volksmedizin voranbrachten. Von heilkundigen Frauen weiß die Geschichte erstaunlich wenig zu berichten, was offenbart, dass ihr Wirken durch die letzten Jahrhunderte hinweg stets als selbstverständlich angesehen wurde. Und somit kaum jemand auf die Idee kam, ihre unermüdlichen Verdienste in schriftlicher Form festzuhalten oder zu würdigen. Ebenso spärlich sind Bilder hierzu zu finden, die, wenn überhaupt, nur die bekanntesten aus den letzten Jahrhunderten zeigen. Fakt ist, es gab und gibt sie in allen Kulturen und zu allen Zeitepochen. Sie aufzuspüren ist indes nicht so einfach. Denn nur selten haben sie großes Aufheben um ihre Kunst gemacht. Neben natürlicher Bescheidenheit wohl auch deshalb, weil die Vergangenheit sie schmerzhaft lehrte, dass ihr Wirken ihnen häufig Neid, Verleumdung und die Bezeichnung als Hexe einbrachte, was Verfolgung und Folter nach sich zog und nicht selten mit ihrem gewaltsamen Tod endete. Als die ersten geschichtlich nachweisbaren weisen Frauen in Europa gelten die Völvas, die Heilerinnen und Seherinnen unserer Vorfahren, die sich in vielfacher Weise um die Belange und Probleme der Menschen kümmerten, bevor die Kirche ihr Tun untersagte, sie verhaften ließ und hierdurch ihren Stand schließlich auflöste. Dennoch existierten einige von ihnen im Verborgenen fort, um von dort ihre Geheimnisse und ihr Wissen an die kommende Generation weiterzugeben. Wenngleich im zeitlichen Kontext gewöhnlich nur auf dämonische Weise. Da vor allem Männer meist nicht verstanden oder verstehen wollten, auf welche Art die weisen Frauen ihre Erfolge erzielten, eilte ihnen oft ein unlauterer Ruf voraus. Von ihnen verflucht zu werden war besonders gefürchtet, weshalb sie zu allen Zeiten eine Aura des Geheimnisvollen umgab. Nicht selten waren sie daher Außenseiterinnen, die am Rande des Dorfes lebten, eine Hütte im Wald oder eine abgelegene Höhle bewohnten. Dort wurden sie von Notleidenden und Ratsuchenden aufgesucht. Oder man rief sie zu sich, damit sie die Kranken behandeln und mit entsprechenden Arzneien versorgten. Die weise Frau gab häufig Rat bei Problemen des täglichen Lebens und wandte neben Kräutermixturen bei Bedarf offenbar auch Beschwörungsformeln an. Als Beispiel sei hier die Formel der sogenannten Merseburger Zaubersprüche genannt, die im 19. Jahrhundert im Einband eines Gebetsbuches in der Bibliothek des Merseburger Doms wiederentdeckt wurden. Hierbei handelt es sich um zwei Texte, die als Löse- und Heilungszauber verstanden werden. Und vermutlich aus der Zeit Karl des Großen stammen. Einer der beiden Sprüche enthält eine Segensformel für verrenkte Pferdebeine. Offenbar wurden diese Beschwörungsformeln trotz fortschreitender Christianisierung weiterhin verwendet, wobei man lediglich die Namen der alten Götter durch die christlicher Heiliger ersetzte. Manche weise Frauen übten auch die Kunst der Prophetie und des Wahrsagens aus, wie sie noch heute aus dem fahrenden Volk bekannt sind. Knochenorakel, aus der Hand lesen und Kristallkugelschau waren lange Zeit über populär.
bis im 17. Jahrhundert Kartenlegen, Pendeln und Kaffeesatzlesen hinzukamen. Beim fahrenden Volk wurde die weise Frau auch Puri genannt. Zu einer solchen wurde man nur, wenn man einen klaren Kopf und ein gutes Gedächtnis in die Wiege gelegt bekommen hatte. Die Puri war die Hüterin und Bewahrerin all jener Geschichten und Erinnerungen, die zeitloses Wissen und Lebensweisheiten transportierten und somit wesentlich zur Stärkung und zum Erhalt der Sippengemeinschaft mit beitrugen. Um diesen Rang zu erhalten, galt es, sich einen festen Stand innerhalb der Gemeinschaft zu verschaffen. Denn nur so war garantiert, dass ihr Rat selbst von den wildesten Männern ohne viel Gegenreden akzeptiert wurde. Das Wort Medizin leitet sich vom lateinischen Medicina ab, was ärztliche Kunst oder Heilkunde bedeutet, was sich wiederum vom indogermanischen Med für Heilkundige ableitet. Medizin, also das, was vorbeugt, einem die Gesundheit erhält oder einen wieder gesund macht, war seit jeher die Reaktion der Menschen auf die existenzielle Bedrohung durch Krankheit und frühen Tod. Ebenso war Medizin von Beginn an mit dem Wissen und der Fähigkeit verknüpft, auch Dienstleistungen zu erbringen, die nur indirekt mit Leid und Todesnot zusammenhingen. Vor allem der Empfängnisverhütung und dem Vornehmen einer Abtreibung, mit der sich eine Frau der natürlichen Frucht ihres Leibes zu entledigen suchte. In einer Zeit, in der die Kirche den Frauen immer mehr Rechte absprach, waren diese beiden Mittel eine der wenigen Möglichkeiten, Selbstbestimmung über ihren Körper auszuüben. Um zu veranschaulichen, wie groß der Bedarf danach im Mittelalter war, hier ein paar nüchterne Zahlen. Die Pille gab es noch nicht und so brachte eine gesunde Frau im Durchschnitt 6 Kinder zur Welt, wovon die Hälfte noch im Kindesalter wieder verstarb. Von unzureichender Ernährung, mangelnder Hygiene und schlechten Wohnverhältnissen geschwächt, starben dazu viele Gebärende selbst im Kinderbett. Weiter grassierten durch Kriege und Hungersnöte stetig Seuchen und andere Krankheiten, was zur Folge hatte, dass die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 26 Jahre betrug. Diese Frauenleiden zu behandeln, als Hebammen Geburten vorzunehmen, sowie Geburtenkontrolle mit Hilfe von Pflanzen auszuüben, zählten somit zu den wichtigsten Aufgaben der weisen Frauen. Als ebenso nützlich konnte sich die Kenntnis von Giften erweisen, sei es um einen Konkurrenten oder unliebsamen Ehepartner aus dem Weg zu schaffen oder einem Erben vorzeitig zu einem Vermögen zu verhelfen. Für diese und weitere Dienstleistungen wurden weise Frauen aufgesucht, die daher nicht ganz zu Unrecht auch als Herrinnen über Leben und Tod bezeichnet wurden. Ihre Macht und Ansehen basierten also auf ihrem Können und beruhte gleichzeitig auf der Furcht vor selbigem. Allerdings spielte auch ihre moralische Gesinnung eine Rolle. Und so gab es unter ihnen welche, die für entsprechenden Lohn auch Liebes- oder Schadzauber, also Flüche, bewirkten. Nachvollziehbar, dass wer über solche Macht verfügte, in schweren Zeiten, in denen Hungersnöte, Seuchen und andere Unglücke die Menschen heimsuchten, als vermeintlich Verantwortliche ganz schnell auf dem Scheiterhaufen landen konnte. Wobei das Verbrennen einer Hexe auch schon lange vor der Christianisierung praktiziert wurde. Grundsätzlich galt, dass wer sich freiwillig mit Krankheit, Wunden, Blut und Eiter, kurz allem Übelriechen beschäftigte, verdächtig war. Da im ländlichen Bereich weise Frauen oft auch als Hebammen tätig waren, stand ihnen die Kirche ohnehin stets misstrauisch gegenüber. War doch bei ihrer Tätigkeit kein Geistlicher anwesend, sodass die Hebammen in Notfällen dessen Funktion ausübten, indem sie die Beichte abnahmen und sogar Nottaufen durchführen durften. Das Seelenheil kindlicher Unschuld in deren zwielichten Händen zu wissen, galt unter Kirchenmännern irgendwann als unhaltbarer Zustand, sodass man diese Frauen bald nicht nur der Abtreibung verdächtigte, sondern, kam ein Säugling tot zur Welt, auch der Kindstötung.
und wurde ein verkrüppeltes Kind geboren, konnte es vorkommen, dass man die Hebamme beschuldigte, den Eltern ein Wechselbalg untergeschoben zu haben. Mit dem Christentum setzte sich zunehmend die Auffassung von Krankheit als Strafe oder Prüfung Gottes durch, die ausschließlich nur durch diesen auch zu heilen war. Gottes Wille alleine befand darüber, dass die Natur ihren Lauf nahm, ob nun zum Guten oder zum Schlechten. Weise Frauen aber maßten sich durch ihr Tun an, Gott die Möglichkeit zu nehmen, mit dieser Geißel die Menschheit für ihre Sünden zu strafen. Waren doch laut Moses etwa die Schmerzen der Geburt, die seit Evas Sündenfall auf allen Weibern lastete, ein göttlicher Fluch, den außer Kraft zu setzen ein Sakrileg war. Grundsätzlich jedoch betrachteten die Kirchenväter die Medizin als durchaus segensreich, wie die meisten heilkundlichen Schriften jener Zeit beweisen, die der Feder kirchlicher Gelehrter entstammen. Die geistliche wie körperliche Versorgung Bedürftiger sei verpflichtend und räume der Sorge für die Kranken als Dienst an Christus absoluten Vorrang ein. So etwa einer der Grundsätze der Benediktiner. Man begann in den Klöstern das medizinische Wissen jener Zeit zu sammeln, vielfach unter Einbeziehung heidnischen Wissens, das man in vielen Fällen von den weisen Frauen übernahm. Denn wozu das Rad neu erfinden? Damit wurden einige Klöster zum zentralen Ort jener Anwendungen, welche die ersten Hospitäler darstellten. Weiter entstanden ab dem 11. Jahrhundert die ersten abendländischen Universitäten, in denen man wissenschaftliche Studien vorantrieb. Es entwickelte sich die Lehre von den vier Säften, deren gelehrte Befürworter dafür sorgten, dass die Konkurrenz der altbewährten Pflanzenheilkunde irgendwann abgelöst wurde. So kam es, dass die öffentliche Möglichkeit des Heilens für Frauen bald relativ gering war, da Bildung jeglicher Art meist nur Männern, in seltensten Fällen Damen aus reichem Hause zugänglich war. Wer Interesse an der Heilkunde hatte, fand die besten Bedingungen in den Klöstern vor, die Töchter von Adligen, sprich großzügigen Spendern, gerne bei sich aufnahmen. Klosterfrauen blieben von den Zwängen eines häuslichen und meist bäuerlichen Lebens mit dessen körperlichen Anstrengungen sowie zahlreichen Schwangerschaften verschont. Nonnen bekamen Zugang zu Büchern und wurden von Mitschwestern angelernt. Die Heil- und Wildkräuter aus der freien Natur wurden hier im Klostergarten angebaut, dessen Hege und Pflege man im geschützten Rahmen nachkommen konnte. Im Gegenzug dafür galt es sich vom weltlichen Leben abzuwenden und sich gottgefällig der kirchlichen Doktrin zu unterwerfen. Wer als Frau indes lieber unabhängig blieb und seine Freiheit behalten wollte, dem blieb als Heilerin oft nur der Weg in die bereits beschriebene Eremitage am Rande der Gesellschaft oder sich auf Wanderschaft zu begeben, um seine Heilkunst an immer wieder wechselnden Orten auszuüben. Doch nicht für lange. Der Staat begann Geldstrafen zu verhängen, drohte mit Inhaftierung und Exkommunizierung für all jene, die beim Praktizieren von Medizin ohne Lizenz erwischt wurden. Als im 14. Jahrhundert in Europa eine kleine Eiszeit einsetzte, führte dies zu Missernten, Hungersnöten, Kriegen und alles verheerenden Pestepidemien, welche die Bevölkerungszahlen gewaltig dezimierten. Vor diesem Hintergrund einer regelrechten Entvölkerung waren weise Frauen, die ihre Geschlechtsgenossinnen mit ihrem Wissen um Geburtenkontrolle vor ununterbrochenen Schwangerschaften und beinahe jährlichem Kindersegen schützten, alles andere als erwünscht. Drohten sie nach der Pest doch den Traum der Regenten von einem regelmäßigen Bevölkerungswachstum zunichte zu machen. Denn je mehr Kinder, desto besser.
so auch die Meinung der Kirche, die als einer der größten Grundherren und Landbesitzer ständig Arbeitskräfte benötigte, um ihren gewaltigen Apparat am Laufen zu halten. Die Menschen litten große Not, und so waren für Klerus, Adel und Staatsmacht, die in ganz Europa die Macht in ihren alleinigen Händen hielten, die Schuldigen bald gefunden. Durch ihre Sünden hatten die Menschen den barmherzigen Gott erzürnt, so dass er gezwungen war, sie zu strafen. Also Sündenböcke mussten her. Und die waren bald in all den vermeintlichen Hexen gefunden, die heimlich und böswillig das Wetter, die Ernten und die Fruchtbarkeit von Äckern, Tieren und Menschen verdarben, indem sie finstere Rituale vollzogen, des Nachts auf ihren Besen ausfuhren, um den Teufel zu treffen und ihm zu huldigen. Bilder entstanden, entsprungen den sexuellen Fantasien zölibatärer geistlicher und frömmelnder Künstler, deren Einbildungskraft bald Tor und Angel offen standen. Um die Übeltäter all dieser Schrecken ausfindig zu machen, setzte die Kirche die Inquisition in Gang. Die Bevölkerung wurde angehalten, verdächtige Nachbarn anzuzeigen. Erst einmal denunziert, verhaftet und durch Folter zu Geständnissen gezwungen, in denen die Gepeinigten ihre Buhlschaft mit dem Teufel eingestanden, wurden sie sodann öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt und ihr Besitz beschlagnahmt. Der Feuertod galt als Läuterung der verderbten Seele, die man durch die Flammen dem Teufel entriss. Über 80% der als Ketzer und Hexen gebrandmarkten waren Frauen, die als schadensstiftende Teufelsanhängerinnen in Hexenprozessen angeklagt, gefoltert und verbrannt wurden. Ein kollektiver Irrsinn, der mehr als 200 Jahre anhalten sollte und heute treffend als Hexenwahn bezeichnet wird. In dieser dunklen Zeit veränderte sich im Volksglauben auch das Bild der weisen Frauen, wie es als populärstes Beispiel etwa im Märchen von Hänsel und Gretel überliefert ist. Die Hütte der im tiefen Wald wohnenden Kräuterfrau wurde zur verlockenden Falle für zwei hungrige Kinder. Die alte Weise wandelte sich zur bösen Hexe, die dem unschuldigen Schneewittchen einen vergifteten Apfel reicht. Oder sich in moderneren Adaptionen gar als dämonische Giftmischerin entpuppt. Ein Bild, das sich tief im Kollektiv verankert hat und uns bis heute noch aus Kindertagen begleitet. Doch die Entwicklung, welche die wissenschaftliche Medizin vorantrieb, war nicht mehr länger aufzuhalten. Der berühmte englische Philosoph, Jurist und Staatsmann Francis Bacon, der als Wegbereiter des Empirismus gilt, fand Empiriker und alte Frauen in ihren Heilungen oft glücklicher als gelehrte Ärzte. Der berühmte englische Mathematiker, Philosoph und Staatstheoretiker Thomas Hobbes stimmte dem zu und bemerkte anfügend, dass er lieber den Rat oder die Physik einer erfahrenen alten Frau haben würde, die an den Krankenbetten vieler kranker Menschen gewesen war, als von dem gelehrten, aber unerfahrenen Arzt. Staat und Kirche verfolgten jedoch ihre eigenen Ziele, und darin fanden unabhängige Frauen, deren Künste weder reglementiert noch wissenschaftlich nachgewiesen werden konnten, keinen Platz. Der Kampf um Geburtenkontrolle sowie Bevölkerungswachstum, beides hofften Staat und Kirche zugunsten der Stabilisierung von Machtzuwachs und Wirtschaft voranzutreiben, sowie die lang andauernde Auseinandersetzung zwischen Volksmedizin und Gelehrtenmedizin,
waren die Hauptgründe für die systematische Verdrängung vieler weißer Frauen aus ihrer aktiven Rolle in der Medizin. Geduldet wurden Frauen schließlich fast nur noch in der Rolle der dienenden Krankenpflegerin. Ein Stand, der noch bis ins letzte Jahrhundert hin allgemein üblich war. Und es ist kein Geheimnis, dass die hohe Motivation von Frauen in der Krankenpflege zu helfen, von vielen kirchlichen und privaten Institutionen bis heute missbraucht und ausgebeutet wird. Über Jahrhunderte war das Wissen um die Heilkraft der Pflanzen, etlicher Frauenleiden, natürlicher Verhütung sowie Behandlungen von Krankheiten von Generation zu Generation mündlich überliefert worden. Doch nun begann sich das von den Wissenschaften geförderte und heute als Schulmedizin bezeichnete Wissen durchzusetzen, das die Naturmedizin als lästigen Konkurrenten immer weiter abwertete, beschnitt und nach Möglichkeit kontrollierte. Mit dem Verlust der Kenntnisse der weisen Frauen von den Möglichkeiten der Geburtenkontrolle verloren die Frauen auch die Kontrolle über ihren eigenen Körper, um ihn so über Jahrhunderte hinweg den herrschenden Männern und deren Vorstellungen von Bevölkerungspolitik preiszugeben. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Frauen ihre einst so wichtige Funktion im Bereich der Medizin und des Gesundheitswesens wieder zurückzuerobern. Doch sollte es noch Jahrzehnte dauern, bis Frauen ihre einst so selbstverständliche Rolle als Ärztinnen wieder ausüben konnten. Die Entdeckung der Pille sowie die Frauenbewegung haben einiges dazu beigetragen. In Deutschland ist die heutige Gesundheitsindustrie zu einem regelrechten Beschäftigungsmotor geworden, der unterhalten werden muss, da an ihn derzeit über 5 Millionen Menschen angeschlossen sind. Und längst wird der Patient nicht mehr nur als Leidender, sondern auch als Kunde wahrgenommen, sobald er diese oder jene Angebote in Anspruch nimmt. Demgegenüber steht ein anwachsendes Bedürfnis nach alternativen Heilmethoden. Denn solange sich die moderne Medizin weiterhin verweigert, Patienten aus ganzheitlicher Sicht zu betrachten, bei denen seelische Not und körperliche Leiden meistens Hand in Hand gehen, wird den angeblichen Segnungen der Pharmaindustrie auch weiterhin mit Vorsicht und Misstrauen begegnen. Mit ein Grund, warum es heute wieder mehr und mehr moderne Hexen, Kräuterfrauen und Naturheilerinnen gibt, die bemüht sind, das alte Naturwissen der weisen Frauen wieder aufzuspüren, um es ins Bewusstsein der Menschen zurückzuführen. Wenn auch wegen staatlicher Reglementierung bislang meist nur im Privaten. Haben Sie aus der Vergangenheit doch gelernt. Auf jeden Fall sind wir dankbar, dass sich zumindest das Bild auf die heutigen Hexen etwas mehr zum Positiven hingewandelt hat. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Und natürlich freuen wir uns über eure Unterstützung in Form einer kleinen Spende. Dankeschön.